Ellen Kühn-Murges ist unsere nächste Sprecherin und sie wird ein kurzes Grußwort sagen zum Thema Staat und Kirche und die Trennung von beidem. Frau Kühl-Murges ist in der SPD bei den Laizisten und setzt sich für die Trennung von Staat und Kirche ein und engagiert sich auch im IPKA. Herzlich willkommen, wo auch immer, von welcher Richtung sie kommt, dort. Dankeschön. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, als Mitglied des Bundessprecherinnenkreises der Laizistinnen und Laizisten in der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, SPD, oder auch kurz der laizistischen Sozis bei Ihnen sein zu können. Nach Artikel 4 des Grundgesetzes sind die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses unverletzlich. Laut unserem Grundgesetz gibt es in Deutschland keine Staatskirche. Der Staat ist zur weltanschaulicher und religiöser Neutralität verpflichtet. Wie die Wirklichkeit aussieht, wissen Sie, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Tagung, leider nur zu gut. Durch zahlreiche Privilegien, vor allem der beiden großen Kirchen, wird diese Neutralitätspflicht des Staates vielfach verletzt. Religionsfreiheit und die Neutralität des Staates bedeuten auch, dass er religiösen und weltanschaulichen Gemeinschaften und ihren Repräsentantinnen keine Wertmonopol zubilligen darf. In Deutschland leben ca. 30 Millionen konfessionsfreie Menschen. Davon sind schätzungsweise 150.000 Menschen in der SPD. Die Sozialdemokratie hat in der Geschichte einen erheblichen Anteil an der Errungenschaft von aufgeklärter Staatsbildung. Um dieses wertvolle Erbe zu erhalten, trafen sich am 16. Oktober 2010 Genossinnen und Genossen in Berlin. Ziel war und ist es, einen anerkannten Arbeitskreis Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten für die Trennung von Staat und Religion zu gründen. Leider wurde dies vom Parteivorstand einstimmig abgelehnt. Dies ist für uns ein Beleg dafür, wie kirchennah und distanzlos die Parteiführung schon geworden ist. Wir sind, wie Niels Opitz Leifheit, den ich als Motor der aktuellen laizistischen Bewegung in der SPD betrachte, im Grußwort zum zweiten Bundestreffen der Laizistinnen und Laizisten in Rostock bei Darmstadt sagte, formalrechtlich ein süßes Nichts. Dieses süße Nichts hat inzwischen 1.500 Unterstützer, die für eine klare Trennung von Staat und Religion eintreten und die große Tradition des Humanismus, der Aufklärung und der Arbeiterbewegung der SPD pflegen. In unserer Gruppe sind religiöse Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, die für einen weltanschaulich neutralen Staat sind, ebenso herzlich willkommen. Auch sie werden von uns vertreten, zum Beispiel bei der Durchsetzung gewerkschaftlicher Rechte der Arbeitnehmer in Einrichtungen unter kirchlicher Trägerschaft. Es haben sich bisher 9 Landesgruppen in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin-Brandenburg, Bremen, Hessen, Niedersachsen, NRW, Rheinland-Pfalz und Sachsen gegründet. In weiteren Bundesländern sind Landesgruppen geplant. Unser Ziel ist es, von der Basis her unsere Gruppe zu festigen und zu vergrößern. Ein weiteres wichtiges Anliegen ist es, Kontakt zu säkularen Gruppen und Organisationen zu pflegen. Da dies nicht nur ein Anliegen unsererseits ist, zeigt diese internationale Tagung, zu der wir eingeladen wurden. Die Zusammenarbeit von IPKA, AAI und GBS geben uns heute die Möglichkeit, die atheistische Perspektive näher zu betrachten und zu diskutieren. Daher gilt mein Dank den Organisatoren dieser Tagung. Die IPKA-Tagung im Jahre 2006 stand unter dem Motto: Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Lassen wir uns nicht von Hindernissen entmutigen, weiterzumachen. Auch wenn es uns oft nicht als viel erscheint, was wir erreichen. Auf unserer Gründungsversammlung im Jahre 2010, ich meine damit die Gründungsversammlung der Laizisten, haben wir 11 Forderungen aufgestellt. Die 11. Forderung lautet: Gottesdienste und Andachten sind kein Bestandteil von SPD-Parteitagen und werden im offiziellen Programm nicht aufgeführt. Wir haben es als Erfolg gewertet,
dass der SPD-Parteitag 2011 seit langem wieder darauf verzichtete, einen Gottesdienst zum Programmbestandteil zu machen. Der Gottesdienst fand am Vorabend statt. Er war nicht mehr in der Tagesordnung aufgeführt und damit nicht mehr normaler Bestandteil des Parteitages. Lobt dich der Gegner, dann ist es bedenklich. Schimpft er, dann bist du in der Regel auf dem richtigen Weg. Mit diesem Zitat von August Bebel, einem der Begründer der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung und ab 1892 einer der beiden Vorsitzenden der SPD, möchte ich Sie alle dazu motivieren, sich weiter für die Trennung von Staat und Religion einzusetzen. Ein weltanschaulich neutraler Staat ist eine wichtige Voraussetzung für das friedliche und selbstbestimmte Zusammenleben der Menschen. Ich danke Ihnen, liebe Organisatoren und Gäste, für diese schöne Tagung. Ich wünsche allen weiterhin viele gute Diskussionen, Anstöße, die zum Weitermachen motivieren. Vielen Dank.